Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Ich habe den Part sofort wieder gestellt, damit ihr nichts verpasst. Oh, Brains? Woher kommt das Wasser? Die standen da gerade noch drin. Aua. Oh, geil! Was? Okay, ich glaube, wahrscheinlich habe ich meine Mutter noch nie abgewendet. Warum? Weil sie irgendwas von mir wollte und innerhalb 5 Sekunden war sie wieder weg. Okay, tschüss! Das war nur eine Oberfläche, auf die ein Bild positioniert wird. Schau das auf das Bild, das auf das was projiziert wird. Okay. Dann macht doch der schwarze Ritter zu 100%. Hab ich nicht. Ich überlege mal was. Das ist Aerith. Die Sequenz kennen wir doch aus der ersten CD. Aus Part 51. Ah, ich bin tot! Meine weiße Materie fliegt fast weg. Ding, 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 ding. Kling! Kling! Blup! Du, du, du. Ja, ist ja gut! Es leuchtet. Sie leuchtet, sie ist blassgrün. Aerith hat bereits um Holly gebetet und ich gab die schwarze Materie sofort. Aerith sprach im Traum zu mir. Sie sagte, sie sei die einzige, die sofort aufhalten kann. Zuerst musste sie aber dieses Geheimnis lüften. Das war Holly. Darum hatte sie die weiße Materie. Aerith wusste von diesem Ort und weiß, was sie zu tun hatte. Aerith hat uns Hoffnung gegeben, aber sie musste ihr Leben dafür lassen, ihre Zukunft. Es tut mir leid, Aerith. Ich hätte es früher erkennen müssen. Du bist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Es ging alles so schnell, so konnte ich dich nicht wissen. Darum hat es so lange gedauert, bis ich herausgefunden habe. Aber Aerith, jetzt verstehe ich. Aerith, den Rest erledige ich. Du meinst wir? Das Blue Mädchen hat uns eine Chance eröffnet, die wir nutzen müssen. Wie gesagt, auf Final Fantasy 9 könnt ihr euch auch noch freuen, weil es auch einer meiner Lieblingsteile von Final Fantasy. Die Stimme von Aerith hat den Planeten bereits erreicht. Seht doch nur, wie das Leuchten der weißen Materie. Und was ist mit Holly? Warum bewegt sich Holly nicht? Warum? Irgendwas ist im Weg. Er ist der Einzige, der das tun könnte. Sephiroth, wo bist du? Sephiroth ist ein Pisser! Moment. Alter, ich hab mir den als Nachricht langsam nervt, aber. Hä? Was zum... Entschuldigung, ich war etwas überrascht. Was ist passiert? Weißt du noch, als die Ionenkanone verschwand, Rufus hat sie weggeschafft. Weggeschafft? Das große Ding? Wohin? Warum? Rufus wollte damit Sephiroth zerstören. Die Kanone wird mit der großen Materie betrieben. Aber die Materie wurde bereits für die Rakete verwendet. Da die Kanone jetzt nutzlos ist, hat er sie weggeschafft. Dort, wo Materie, nein, Marco gewonnen wird. Und wo ist das? Ja, Midgard. Eine Katze nach der anderen. Da, mein Fuß. Ich hasse das, wenn man neue Schuhe so einlaufen muss, ne? Ach ja, das ist scheiße. Das tut weh. Das Bein zu schneiden tut eigentlich auch weh. Ich hab mal das Bein geschnitten. Wo bist du denn im Praktikum? EP Schäfer, das ist so ein... EP Schäfer, wir können ja alle nicht anfangen. So ein kleiner Elektroladen, das ist ein Mediamarkt im Kleinformat. Ich hab mir ins Bein geschnitten, weil ich die Pappe von den Fernsehkarton fallen da wegschneiden musste. Bin zu blöd, war ich dafür. Weiß ja auch nicht. Du so umguckst, so, ob so keiner da ist, nimmst du da so einen kleinen Mini-Flash-Team mit. Ja. Also, Reed, das ist dein Job, den Raketenausschuss aufzupassen. Ich verstehe. Die billigsten Teile kosten da 400 Euro, ey. Ich finde das sehr übertrieben. Alter. Ich hab keine Lust, die zu resynchronisieren. Hauptsache gestern in den Leitchen von 17 P war jemand, der hat sich angehört wie Gronkh. Aber Gronkh ist ja, naja, ich sag mal nix. Bin kein großer Fan, aber egal. Ja, aber der hat sich haargenau angehört wie der, ne? Schafft das? Guck mal, der konnte sogar die Stimme von Chefko aus South Park.
die Fenster auspacken, oder? Ja, aber ich mag's nicht. Hallo, Kinder. Ich find's ganz lustig. So, jetzt müssen wir wieder zu Highwind. Und danach müssen wir gegen eine Weapon kämpfen. Nicht gegen Ultima Weapon, auch nicht gegen die Unterwasser-Weapon, von dem wir momentan immer die ganze Zeit abhauen. Hast du eigentlich ein schlechtes Spiel, das du jemals gezockt hast? Sonic und die Geheimringe? Oh Gott sei Dank, ja, egal. Und das schlechteste Xbox-Spiel, was du jemals gezockt hast, also Xbox 360? Keine Ahnung. Die schlechtesten? Schlechtesten. Forza Motorsport. Ach so. Oh mein Gott, da ist Diamant Weapon. An sich ist Forza ja eigentlich nicht schlecht, wenn es einer. Also als Rennsimulation ist Forza an sich ja nicht schlecht, aber. Ich hasse Rennsimulation. Ich hasse Simulation. Ich habe eigentlich die Wände gefallen, weil ich mein Auto zerstören wollte. Ich hasse Rennsimulation nahezu eigentlich fast immer. Oder generell Simulation. Was ist das? Pilotwings gehört zu den einzigen Simulatoren, die ich nicht mag. Von wo? Es kommt von dieser Person. Wow! Hey! Ich habe mich erschrocken und war außer Kontrolle. So ein Mist. Die wirft man doch aus dem Ozean und geht direkt auf mit dazu. Die neue Waffe dürfte ihn auffallen, oder? Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Hey, was passiert mit Marlene? Keine Angst zu Marlene, sie ist in Sicherheit. Sie ist bei Aerys Mutter. André, wie war das gerade? Wenn Marlene sicher ist, sind die alle anderen wohl egal. Das wollte ich dir schon immer sagen. Wie viele sind wohl umgekommen, als du den Reaktor hochgejagt hast? Es geht um das Lebensmittel, zum Mutzen einfangen. Ein paar? Was heißt hier ein paar? Für dich sind das nur ein paar, aber für die Opfer waren das alles. Der Planet, das klingt edel. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das heißt nicht, dass alles erlaubt ist. Von einem schöneren Typen lasse ich mir nichts sagen. Ich bin sowieso ein. Aufhören! Matze, aber André weiß, was er getan hat. Was wir mitgetan haben, kann niemand entschuldigt werden. Ist doch so. Wir haben es nicht vergessen, oder? Ich kann dich ebenfalls verstehen. Du kannst dich aber nicht verlassen, weil du dich um die Leute im Mittag besorgst. Dominik? Hä? Okay, vorwärts, wir werden die Weapon besiegen. Hey Dominik, glaubst du, wir kommen gegen dieses Ungeheuer an? Wir haben eine Chance, oder? Wie soll ich das wissen? Das ist aber kein Grund, ihn entwischen zu lassen. Wir gehen nach Midgar und kämpfen die Weapon. Los, ab geht die Post. Wow. Stell dir mal ein Sonic mit Zelda-Grafiken vor. Würde voll nicht passen. Aber überhaupt nicht. Link müsste durch die Green Hill Dawn rennen, ey. Der wird doch eh beim ersten. Geh doch mal auf zu Midgar. Oh, Midgar hat ein neues Upgrade, das hat jetzt eine Kanone. Okay. Come on! Okay, wir kämpfen. Was tust du dir? Was tust du da? Die Haltung zerstören, lass uns auf der Erde kämpfen. Okay. Jetzt können wir erstmal auf die Weapon warten. Die da hinten läuft. Derweil, wie wollt euch noch zum Limit? Boah, ich mach viel. Egal. Wir warten jetzt hier einfach mal auf die Weapon so, ne? Nicht speichern, als wir gemacht vorher. Wie ist der Emulator oder wo genau? Hä? Wo spielst du endlich Final Fantasy 7? PC-Version. Go. Ey, findest du es eigentlich sinnvoll, wenn man zwei Sonic Generations Versionen besitzt? Nein! ist dieselbe Scheiße! Na und? Viele meinten ja, PC-Version und der Radio-S-Version hat andere Levels, halt genau dieselben Levels. PC-Version und Xbox und bla bla Version haben genau dieselben Levels, nur die 3DS-Version ist scheiße und hat andere Levels. Das heißt, er ist mit einfach nur lame wegen dem Modern Sonic Gameplay. Ja, ne, er hat diese gleich Sonic Generations 2D.
Ja, hi. Der Junge ist schon wieder zu kämpfen, Junge. Aber jetzt greifen wir nochmal vor ihm. Würde es eigentlich sinnvoll finden, wenn man nicht zweimal die Collector Edition von Sonic Generations geholt hätte? Ich, okay, das hab ich nicht gemacht. Ey, in Japan, da, wenn man sich das irgendwie vorbestellt hat oder sonst was für einen Haufen Preis, konnte man noch so eine glänzende Sonic-Figur sich irgendwie noch dazu holen oder so mit. Aha. Für, weiß der Kacke, wie viel Geld, ey. Aber ja, was gedacht, viel Geld, was du da zahlen musst, um das noch zu bekommen. Wie würdest du sowas finden? Ja. Ich mich kenne, wenn das Teil in Deutschland rausgekommen wäre, ich hätte mir auch noch geholt. Warum ich jetzt die anderen nur auf Hit gemacht habe, weil ich da den Crit immer manchmal verkackt habe. Mit hier ohne Wound. Bam! Und jetzt der vielen Schwung. Ganz weg mal aus. Und Terraflamme! Das ist einer der schwersten Bosskämpfe im ganzen Spiel. Weil er so harte Angriffe hat und ich bin auch nicht so gut gelevelt. Und auf der 7 Quest ist nicht sehr sinnvoll. Aber ey, was würdest du von einem Sonic-Spiel halten, in dem man nicht springen kann? In dem man nur ganz schnell laufen kann? Und das hat viel und das... Jetzt wäre kein Sonic für mich. Also dann würdest du es nicht toll finden. Gut. Dann würdest du dich sicher von... Sonic Labyrinth distanzieren. Was ich auch sehr verstehen kann. Von Sonic Labyrinth, ein Spiel auf dem Nintendo Game Gear. Und ich meine auch ein Sega Game Gear, nicht Nintendo. Habe ich gerade Nintendo gesagt? Ja, hast du. Scheiße. Ja, ich habe also irgendein Video, keine Ahnung, irgendwas von Sonic, da hat so ein Typ in den Kanalkommentaren geschrieben, ach ja, waren das noch Zeiten mit Sonic auf dem NES. Was? Okay, dann komm mal her, Hades. Ja, ich bin Hades. Hoffentlich denkt wieder durch seine Verteidigung. Ist er langsamer geworden oder sieht das nur so aus? Countdown. Ja. Guck mal, was hier Bio 3 anrichtet. Ich. Komm damit. Jawoll! Ich kann rein. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Ich muss unbedingt mein Limit einsetzen. Ne, für mich behalte ich. Der Angriff halt. Und Omnischlange ziehe ich Bio 3 erstmal. Zack. Mist, verdammt. Okay, jetzt erstmal Omnischlag. Okay. Und da. Der muss jetzt erstmal richtig schön reinhauen. Ey, hast du eigentlich einen Hass an ihn? Nö. Ach. Ich hab daran nicht. Welchen? Ist er schon tot? Ja, lol. Oh, ich schlag hat den Endboss, hat den so fetten Bock weg gemacht. Ich finde es ja immer ganz schön lame, wenn Leute alles nur nach der Grafik beurteilen. Also wenn die Grafik der A und O für so gewisse Leute ist. Ich hab 2 Level Ups gemacht mit jedem. Auf welchem Level sind die jetzt? Na Leute, ich würde sagen, ich beende den Part und fange sofort den neuen an. Also bis zum nächsten Part. Tschüss!